Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Age of Empires 2 Definitive Edition. Heute geht's weiter hier in Attilas Kampagne mit einer der wahrscheinlich bekannteren, sag ich mal schon, vielleicht nicht der bekanntesten, aber auf jeden Fall einer der bekannteren Schlachten, die mir tatsächlich aus dem Geschichtsunterricht auch noch was sagt, nämlich die Schlacht auf den katalaunischen Feldern, wo ich glaube in der Realität, ich weiß natürlich nicht, wie es hier dargestellt wird, aber ich glaube, in der Realität waren es die Hunnen gegen die Gallier. Nein, die Gallier gegen die Römer, oder? Und die Hunnen waren nicht vertreten? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ist für mich jetzt inzwischen auch schon knapp 10 Jahre her, dass ich davon gelernt habe. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal, was jetzt hier in Age of Empires die Schlacht auf den katalaunischen Feldern ist. Und ich bin gespannt, ob das so mit die erste Mission sein wird, wo wir tatsächlich nur eine große Schlacht hatten. Weil wir haben bis jetzt ja hauptsächlich Aufbaumissionen gehabt. In Age of Empires 3 erinnere ich mich, da gab es 1-2 Missionen, da war wirklich fast nur Schlacht. Das gab es hier, gut, bei Johanna von Orléans, hier die Belagerung von Paris, die war, glaube ich, relativ schlachtig. Aber egal, ich würde sagen, wir schauen es uns an. Und hier, bemerkte Armand, beginnt mein Teil dieser Geschichte. Die Schlacht zwischen den Hunnen und Römern fand Ende Juni 451 statt. Die Römer wurden von Aetius geführt, einem brillanten und gefeierten General, der seine Kindheit in hunnischer Gefangenschaft verbracht hatte. Aetius kannte Attila und die Sitten der Hunnen. Seit er ins westliche Reich zurückgekehrt war, hatte Aetius mehr als jeder andere getan, um Rom wohlbehalten durch diese Epoche der barbaren Einfälle zu führen. Seine Armee war nicht groß genug, um Attila allein gegenüberzutreten. Also überzeugte Aetius, die Stämme der Alanen und Westgoten sich mit ihm zu verbünden. Obschon diese zweifelhaften Verbündeten der Hass auf die Hunnen einte, war es dennoch eine erstaunliche Leistung, aus ihnen eine brauchbare militärische Allianz zu schmieden. Die Hunnen dürsteten nach der Schlacht. Attilas Schamanen studierten die Eingeweide der Rinder und die Farbe der Schafsknochen und sagten voraus, die Hunnen würden auf den katalaunischen Feldern eine Niederlage erleiden. Doch sie sagten auch, der Heerführer der feindlichen Armee würde dort den Tod finden. Attila muss das als guter Handel erschienen sein, denn er zog gegen Aetius und die Goten in die Schlacht. Vor dem ersten Blutvergießen versammelte Attila seine Truppen und reckte das Schwert des Mars gen Himmel. Er sprach zu ihnen, den Durst nach Rache zu stillen ist ein naturgegebenes Recht. Ich werde den ersten Speer auf unseren Feind schleudern. Jeder Mann, der ruhig dastehen kann, während Attila kämpft, ist ein toter Mann. Da, ich habe mich nicht richtig erinnert, da war es nämlich gerade echt so. Ich glaube, es waren die Goten, die Hunnen und die Römer, die in der Schlacht waren. Was ist das übrigens gerade für ein Face, was mich da gerade angestarrt hat? Das ist mir jetzt erst in den letzten Sekunden aufgefallen. Der hat im Normalfall nicht mich angeschaut. What the fuck? Okay. Aber das heißt, wir verlieren jetzt absichtlich oder wir verlieren die Schlacht und nee, aber steht überall, besiegen sie. Keine Ahnung. Besiegen sie die Römer, die Westgoten und die Alanen. Die Bevölkerungslimit 150. Dies ist eine Deathmatch-Schlacht. Bereiten Sie sich auf einen unmittelbaren Angriff vor, aber vergessen Sie dabei nicht, Rohstoffe zu sammeln, um Ihre Verluste auszugleichen. Okay. Das ist auf jeden Fall was Neues. Ihre Speer berichten, die Hunnen und ihre Verbündeten, die Ostgoten. Ja, stimmt, die Ostgoten und die Westgoten waren bei den Römern, das haben wir ja auch erfahren. Okay, also wir und unsere Verbündeten, die Ostgoten, nehmen die rechte Seite des Schlachtfeldes ein. Das heißt, wir haben tatsächlich ein Schlachtfeld. Wie viel? Oh, wir haben 8000 Ressourcen von allem, außer Stein. Ah ja, gut. Und Holz auch nicht. Aber wir haben quasi keine Bevölkerung. Egal. Werden wir schon hinkriegen.
Die Römer und ihre Verbündeten, die Westgoten und die Alanen, haben auf der anderen Seite des Flusses Stellung bezogen und nehmen die linke Seite des Schlachtfelds ein. Die kampfbereiten Franken sind zwischen die Fronten geraten und werden in Kürze besiegt sein. Ihr Schicksal spielt für die Hunnen keine Rolle. Okay. Von allen unseren Feinden sind die Römer am gefährlichsten. Ihre Infanterieeinheiten, Kataphrakten und Belagerungswaffen werden zuerst versuchen, die Ostgoten auf der rechten Flanke der Hunnen anzugreifen. Die Westgoten bilden Huskarls und einige Kavallerieeinheiten aus, während die Armee der Alanen vor allem aus Rittern und berittenen Bogenschützen besteht. Ja, das ist auch so in etwa unsere Strategie. Aber jetzt würde ich sagen, schauen wir mal, was los ist. Attila, ihr habt uns auf dieses verfluchte Schlachtfeld geführt. Jetzt müsst ihr dafür sorgen, dass die Römer uns nicht allesamt töten. Alright. Einer von euch wird schon mal anfangen, hier zwei Ställe und dann eine Schießanlage zu bauen. Während die anderen das. Ach nee. Und du wirst dann auch auf jeden Fall hier ein Kloster bauen und eine Schmiede. Aber zuerst mal das. Gut, solange keiner jetzt aktuell nichts macht, bin ich eigentlich schon zufrieden. Riesige Schafswanderung. Okay. Vielleicht ist es auch nicht so gut, weil die dann nicht vernünftig... Ohne Burg wäre natürlich auch gut. Wir haben mal nur so ein, zwei Schafe direkt neben dem Dorfzentrum platzieren. Nicht, dass die dann sich nicht bewegen können vernünftig. So, Ritter. Ja, okay. Ich glaube, hier so Rohstoffe sammeln... Ja, ein paar Dorfbewohner werden wir uns holen. Bin gespannt, wie krass das jetzt hier wird, tatsächlich als Deathmatch-Schlacht. Und vor allen Dingen, wie lange das dauert und alles, weil das ist tatsächlich mal sowas, genau sowas habe ich gemeint, dass wir sowas noch nicht hatten und ich so ein bisschen Schiss davor jetzt gerade habe. Alter, warum? Mein Speer ist, glaube ich, vollkommen dumm. Die haben meine Schafe geklaut. Ihr miesen Wichser. Okay, ich werde mal ein paar Einheiten bei den Schafen in der Nähe lassen. Ja, du machst da gleich. Wobei, du machst lieber hier... Goldgräber. Weil du machst dann als nächstes. Berittene Bogenschützen. Gut. Ja, Holz wird gleich auch problematisch werden, deswegen... Holzfällerlager hier. Ich werde die mal da drauf lassen und die hier umsiedeln. So, Infanterie braucht man nicht. Kavallerie und das
Und Bogenschützen, berittene Bogenschützen, das ist auch gut. Bogenschützen bekommen Panzerung, ist auch gut. Hä? Das ist einer von den Gegnern. Ah ne, das ist einer von unseren gewesen, die Ostgoten. Ja, stimmt. Timo, mit dem Bein. Hier wird auch weiter ausgebildet, das ist sehr gut. Das wird alles gemacht, sehr schön. Die machen das auch mal. Oh, hier sind die Felder, die katalanischen. hier wird sagen, du erkundest hier unten nochmal ein bisschen. So, lala. Zecher, Motschak. Hier wird weiter ausgebildet. Timo. Und dann fangen wir schon langsam an. Wobei, ja doch. Du fängst damit schon mal an. Wir können zwei... Oh ja, stimmt. Eine Burg wäre gut. Fällt mir gerade jetzt erst auf. Dafür lassen wir mal vielleicht ein bisschen das Holz schleifen. Weil eine Burg wäre erstens als Verteidigung gut und zweitens hier all... Und da die angreifen wollen, werde ich das mal hier nach oben eher setzen. Dann wieder hier zurück, ja genau. Sehr schön. Sehr schön. Wir haben 16, wir haben gleich knapp 20 Dorfbewohner. Das passt auch von daher. Unsere Spezialtruppen können dadurch auch gefördert werden. Dadurch kriegen wir zwei Gebäude der Ritterzeit. Universität, Waffenschmiede, Kloster, genau. Kloster und die Burg zählt auch. Von daher... Warte. Genau. Sehr gut, ja, okay, hier unten war das. Hier, die Grünen sind die... die Grünen waren die Westgoten, oder? Die Grünen waren die Westgoten, genau. Und die Türkisen waren die komischen, die sich keiner schert. Und die Blauen waren die Römer. Okay, fällt ein. Ich glaube, ich habe noch nicht alle vom Anfang auf... Hier Ding gemacht. Ihr werdet dann wieder hier rauf gehen. Ach nein, ihr werdet erstmal das hier fertig bauen und dann da drauf gehen. Und ihr werdet noch zwei Außenposten bauen, weil die angeblich. Oh, ja, wobei. Wobei ihr werdet sicherheitshalber trotzdem Stein abbauen, weil ich nicht genau weiß, wie safe das dann ist. Gut, so. Dann ein oder zwei gehen noch auf Nahrung. Von euch auch. Gut. Ich werde es vielleicht wieder teilen in die zwei... Oh, wir haben die ganze Zeit gar keine Produktion. Oh. Das ist weniger gut. So, wir steigen auf, dann können wir die Upgrades machen. Wir haben auf jeden Fall genug Gold. Ostgoten ist schon vorangeschritten, das ist gut. Das ist sehr gut sogar. So, die Leichten, das sind ja die Leichten, die gebe ich erstmal hier so... Die Leichten gebe ich hier nach unten und die Schweren bei der Burg gebe ich auch nach oben. Und die Leichten gebe ich hier nach unten hier. Und jetzt setze ich alle deren Posten hier eher so in die Mitte. Außer deren und deren. Gut, sehr schön. Infanterie braucht man nicht. Die Ritter kommen hier runter, die Ritter kommen hoch und die leichte Kavallerie kommt runter.
sehr schön. Hier unten ist mir so ein bisschen zu offen, muss ich allerdings sagen. Ich meine, wir haben gleich... Moment. Wo sind da sieben Leute, die nichts machen? Ach so, hier. Also Moment, hier eine Mühle, weil... So, dann so. Okay, alle sind beschäftigt. Stirb! Okay, aber wir brauchen noch die Universität. Oh, also. Wir brauchen auf jeden Fall noch eine Universität. Wir brauchen auf jeden Fall noch hier die Universität. Auf jeden Fall brauchen wir die noch. Und ich glaube, ich werde mich so ein bisschen einmauern gleich. So, komm, ja, genau so. Genau so. Genau so. Das Blut der Westgoten und Römer soll diesen Fluss rot färben. Alter, jetzt angreifen ist gerade nur schon ein bisschen noch früh, muss ich sagen. Gefällt mir nicht. Es kostet ein bisschen viel hier. Chevalier und Hussar sind, glaube ich, deutlich besser. Kavallerie bewegt sich schneller. Schwere Bogenschützen sind auch gut. Mehr Panzerung und mehr Angriffsstärke sind auch beides gut. Automatisch, das bringt mir jetzt ja nicht so viel, außer dass ich weniger Holz brauche. Wobei, es bringt mir schon was. Timo. Moment. Halt. Du baust bitte das. Weil mir das gerade recht wichtig ist, dass die Universität hier noch kommt. Runde hoch. So, sobald du damit fertig bist, wirst du hier unten uns noch so ein bisschen einmauern. Genau so. Genau so, aber. Wobei. Ich lasse dich erstmal das hier bauen. Einer von euch baut hier bitte schon mal ein Tor rein. Sobald die hier das fertig gemacht hat. Weiß halt nicht, ob die das dann abbricht. Deswegen lasse ich sicherheitshalber die lieber ein bisschen zu viel bauen als ein bisschen zu wenig. So, das können wir uns aktuell nicht leisten. Was ist das nochmal? Berittene Bogenschützen. Angriffsstärke gegen Pikeniere. Parthisches Manöver. Das kostet nur noch ein bisschen Nahrung. Ja, das ist... Gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich dachte gerade, warum steht einer von den Feinden da auf einmal rum? Bogenschützen schießen genau auf bewegliche Ziele. Das werde ich mir auf jeden Fall leisten. Auf jeden Fall. So, das sind die Husaren. Das sind die britischen Bogenschützen. Ein paar Ritter kommen jetzt auch noch. Sehr schön. Ja, wir sollen ruhig nur sehen, wie stark wir schon sind. Miesen Penner. Okay, die setzen auch ein bisschen auf Infanterie, finde ich auch gut. Aber ich meine, als Hunden muss man eigentlich rein auf Kavallerie gehen. Ja, und dann... Oh, Moment, ne. Halt. Abbruch. Warum... Es ging doch gerade so gut. Nein! Timo, was, warum? Warum geht das jetzt nicht?
War so? Achso, es war so, okay. Gut, und einer von euch wird hier das Tor bauen. Ich hoffe mal, die überspringt das jetzt. Ich hoffe mal, die sind clever. Solange das hier alles dann Zoom ist, ist mir das eigentlich relativ wurscht, wie die das machen. Ich werde hier nochmal ein paar Außenposten bauen. Und zwar einen hier und einen hier. Und zwar bitte jetzt und nicht erst in 10 Jahren. Dann das und das Ende das und dann kommst du wieder da zurück. Genau. Sehr schön. Also, ich würde sagen, es ist doch mehr Aufbaumission im Endeffekt. Verstärkt Gebäude, ich habe relativ Angst. Ich habe nicht so viel Angst, dass die kommen und mir alles platt machen. Aber ich habe halt auch nicht gar keine Angst davor. Bogenschützen, Türme, Burgen, Reichweite, Angriffsstärke. 3, ja komm. Ja komm. Hier Goldabbau. Ja komm. Leisten sich ja sonst nichts. Mönche bewegen sich schneller. Das ist gut. Oh, nach gelungener Bekehrung bekommen können die schneller wieder. Und das ist auch gut. Feindliche Mönche oder Missionare bekommen anstatt feindlich kommen um. Oh. Aber es kostet 1000. Eigentlich gar nicht so dumm. Timo. Aber trotzdem. Timo. Sehr gut. Dann würde ich sagen, geben wir dich nachher hier auf Nahrung. Ja, why not? Ja, hier. Sobald du das fertig gebaut hast. Wobei, Stein haben wir jetzt eigentlich genug und Gold. Wobei, wir haben eigentlich von allem mehr oder weniger genug. Ja, prinzipiell aktuell passt alles. Ja, ich würde sagen, aktuell haben wir nicht wirklich... Oh ja, sehr schön. Ja, sehr schön. Es gefällt mir. 51 Einheiten leicht. 50 Einheiten schwer. Dann bauen wir nochmal hier ein paar für die schwer... Dann machen wir... Ne, machen wir es sinnvoll. Hier unten kommt für die leichte und hier oben kommt für die schwere. Aber dann, warum ist das dann da oben? Egal. Das hier ist für die leichte und das hier ist für die schwere. Hier haben wir jetzt auch nichts mehr. Infanterie brauchen wir nicht. Arbeite. Ja, 24, das passt eigentlich von der Dorfbewohnerzahl, würde ich aktuell sagen. Vielleicht können wir, weil wir Stein aktuell nicht so brauchen, den eher zu Holz schicken. Ja. Damit würde ich sagen, sind wir eigentlich schon wirklich gut dabei. Sobald wir 60 Einheiten haben, würde ich sagen, geht's ab. Wen sollen wir denn zuerst angreifen, laut der Strategie? Kampfbereiten Franken sind genau zwischen die Fronten geraten. Vor allem sind die Römer am gefährlichsten. Okay. Ja, wenn die am gefährlichsten sind, heben wir uns die vielleicht auf und greifen zuerst irgendwen anderen an. Wäre das nicht intelligent? Ich würde schon sagen. Vor allen Dingen die Westgoten bauen direkt vor unserer Base. Okay, die werden verrecken. Jetzt Ende. Damit Ende im Gelände. Beobachtungsturm. Warum kann ich eigentlich keine Wachtürme? Na gut, dann nehme ich halt Mauerhandwerk. Weil es gibt hier sonst kein Gebäude mehr, wo ich irgendwelche Sachen verbessern kann, oder? Am Marktplatz kann ich ja nichts verbessern. Der Waffenschmiede auch nicht. Oder ist das was hier von der Burg? Es dauert Jahre bis Reliquien, Weltwunder. Werden schneller erschaffen. Das könnte sogar recht gut sein. Und hier, dass es länger dauert für die, ist vielleicht auch nicht so schlecht.
Ganz einfach, damit die, falls die ein Weltwunder bauen, dass wir da ein bisschen geschützt sind. Und die machen hier tatsächlich relativ gute Arbeit. Die Spine hier so ein bisschen haben hier schon auf Franken. Ja, die sind offenbar wirklich so ein bisschen zwischen die Fronten geraten. Auf Weströmisches Reich. Dass das Weströmische Reich aber von Byzantinern gespielt wird. Naja. Wird sich irgendwer was beigedacht haben. Das haben wir auch schon verbessert. Das haben wir. Das haben wir. Hier, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Das einzige hier, der Paladin. Aber der kommt wahrscheinlich jetzt mit der Zeit. Gespeichert haben wir gerade. Wir haben fast das Maximum an Truppen, was wir befehligen können. Dann würde ich sagen, holen wir uns noch kurz das Maximum. Und... Ich bin wieder so ein Wichser. Sicher? Bin fast versucht für diejenigen, die hier drinnen... Wieso? Einfach hier so einen Turm hinzubauen. Weil why not? Und dann gehen die ganzen, die hier vielleicht drinnen spinnen, an den Turm drauf. Das wäre jetzt auch nicht so schlecht. Aber hier unten sollten die eigentlich nicht hinkommen. Genau, weil der geht durchs Tor. Auch wenn er hier hinten ist, oder? Ja, geht er durchs Tor. Und hier oben... Gehst du auch durchs Tor, ja. Der geht auch durchs Tor. Okay. Also von daher, und wenn hier offen ist, stört uns das ja nicht so, weil wir sind hier unten. Ja, ich würde sagen... Auf zum Angriff! Oder, ich weiß nicht, ob es so gut ist, niemanden in unserer Base zurückzulassen, aber es wird schon passen. Oh. Genau, von allen Seiten. Easy going. Oh, sehr gut. Hier gibt es sogar zwei intakte Brücken. Das macht die Sache ein bisschen einfacher. Wir schauen, dass wir jetzt einfach mal die Ostgoten hier wegkriegen. Oh. Ja, wo sind hier die hier? Ja, die bitte alle auf die Burg. Die bitte alle zur Burg. Und die auch. Oh ja, das gefällt mir. Das gefällt mir. Wir haben fast keine Einheiten verloren. Und ficken die gerade richtig hart. Du wirst nicht entkommen. Es müsste ja gleich irgendwo kommen, Westgoten ausgeschieden, oder? Oh ne, hier, die haben noch eine Burg, okay. Ja, dann vielleicht nicht. Werden ein paar von denen aber mal ruhig hier Stuff machen lassen. Oh, hä? Sind die ausgeschieden? Ne, die sind noch nicht ausgeschieden, hä? Die haben ihre Burg umgebracht. Ach,
Okay, das Umbringen der Burg und dann bis sie ausscheiden. Da gibt es offenbar ein bisschen was an Zeitverzögerung. Er braucht die hier nicht. Die Mühle. Aber sehr schön. Als nächstes würde ich sagen, können wir gleich weitermachen. Moment. Ich wollte gerade schon sagen, Moment einmal. Tarkane, Elite-Tarkan. So, paar Verstärkungseinheiten. Wie meinen, sind die irgendwie komplett behindert? Im Schädel? Wir belassen unsere Truppen erstmal hier. Wo sind die Mönche? Keine Ahnung, aber die werden... Wo sind echt die Mönche? Oh, hier habe ich auch noch hier das... Ja. Ihr Pisser. Okay, hier, ich höre sie heilen. Dann würde ich sagen, einer der Speer. Spät mal hier so ein bisschen. Hier so und dann hier rein. Sehr schön. Einheitenlimit ist erreicht. Das gefällt mir auch sehr gut. Ich lasse aber, wie gesagt, jetzt erstmal ein paar Truppen da, weil gefühlt... gefühlt wird es jetzt gleich schlimm werden. Hier, die Verbesserungen sind aber auch alle angekommen. Warum können wir uns schon wieder kein Paladin leisten? So irgendwie verarsche. Okay, wir können echt ein paar auf Gold geben. Wobei... Okay, das wird gleich verfügbar sein. Da warte ich noch ganz kurz, bis das verfügbar ist, bevor ich angreife. Weil dann haben wir vielleicht bessere Karten. Na komm, 750 Gold. Und zack. Sehr schön. Dann würde ich sagen, einmal speichern wir noch. Und damit geht's auch schon los. Also jetzt wollte ich hier natürlich wieder meine Truppen. Husaren, die leichten kommen jetzt oben hin. Die schweren unten. Moment. Hä? Nein, warum die Husaren jetzt runtergehen? Hier die, so. Genau. Hier gibt es eh kaum Angeschlagene. Von daher würde ich sagen, platzieren wir schon mal hier. Oder, oh Moment, sind das diese Franken? Ja, wow, hier ist einer. Leck mich. Einer kann ja nicht wirklich was ausrichten. Oh ja, das hier ist aber interessant. Komm, mehr Intel, mehr Intel. Mehr Intel. Die leichte Kavallerie überholt ja Gott sei Dank die Schwere recht schnell. Ah, und hier die Franken. Ich frage mich, es gibt wahrscheinlich keinen Unterschied, ob wir die ausschalten oder nicht, aber einfach für den Fall, dass sie uns blöd kommen, werden wir sie ausschalten. So einfach ist das. Außer hier ist nix, dann... Tja. Dann... Oh, Moment, aber die sind vielleicht wichtig. Weil das sind Alaunen. Alane, nicht Alaune. Den Katalaunen. Oh, hier sind aber ganz schön viele von denen. Moment. So. Sind die Franken eigentlich neutral? Sind neutral, okay. Ja.
So, die haben natürlich auch eine Burg. Das heißt, die werden wir mit der schweren Kavallerie natürlich priorisieren. Aber das ist echt eine gute Strategie, die ich, glaube ich, fahre. So, was auch immer du hier bauen willst, finde ich schon mal nicht gut. Bisschen mehr Koordination gerade. Waffenschmiede finde ich nicht gut. Oh nein, jetzt hat die den Stall tatsächlich durchgebracht. Am Arsch. Dafür bezahlst du mit deinem Leben. War es das wert? War es das wert? Okay, Burg ist platt. Das ist gut. Oh, ich glaube, das soll wieder was Größeres werden. Oh, ich glaube, die scheiden aus. Die werden jetzt gleich ausscheiden. Aber garantiert. So, Schlachten sind natürlich ein bisschen chaotisch. So, Verstärkung würde ich sagen, kommt. Und zwar hier rüber. Ja, die müssen jetzt... Jo, ich glaube, die haben sich gerade selbst zerstört. Das heißt, bei denen ist jetzt Ende im Gelände, oder? Oh ne, da sind noch ein paar von denen. Alanen, wie auch immer, sind ausgeschieden. Das ist sehr schön. Wunderbar. Ich bin mir aber relativ sicher, mit den drei Burgen, die die hier haben, oder nicht, zwei Burgen sind das, oder? Mit den zwei Burgen sind die Römer wahrscheinlich ein bisschen eine größere Nummer. Wobei, sind die so eine größere Nummer? Ich glaube gerade gar nicht mehr. Können wir die tatsächlich hier noch schaffen heute? Ich werde schon mal alle Verstärkungen hier ins Römerlager schicken. Und dann... Zack und... Angriff! Wir ficken die Römer jetzt einfach. Ich werde vorher speichern auf jeden Fall, aber sicher ist sicher. Ich nehme das jetzt hier einfach in einem auf und falls ihr gerade schon einen Cut gesehen habt, dann... Westgoten. So. So. Jetzt machen wir natürlich folgendes, bisschen Hit-and-Run-Taktik. Dass wir die jetzt einfach so ein bisschen von dort weglocken. So. Wichtig sind mir die... Hier die. Die greifen mal bitte die Burg an. Alle, eigentlich scheiß drauf, alle greifen die Burg an, am Arsch. Und wir produzieren natürlich auch fleißig Einheiten weiter. Aber jetzt gehen erstmal alle auf die Burg. Oh. Oh, hier Tribok, das ist vielleicht noch was, worauf man auch gehen sollte. Oh, hier sind noch mehr von denen, okay. Ihr seid die kleine Tribok-Zerstörer-Einheit hier.
Ich kann eh nicht alle auf einem haben. Das geht eh nicht. Oh ja, ich wollte schon sagen, unsere Reihen lichten sich gerade so. Oh nee, die haben tatsächlich drei Burgen. Oh, scheiße. Aber wir haben einen stetigen Strom an Zuwachs gerade. Das gefällt mir gerade sehr gut. Auch hier an München. Okay, Gold haben wir gerade weniger. Macht nichts. Sehr gut. Oh ne, die Burg hat noch ein bisschen. Aber jetzt nichts mehr. So, da, ich glaube, die sind auch schon... Ich glaube, das ist jetzt nur noch Formsache, dass die Römer hier down sind. Verstärkung schicke ich schon auf die Dorfzentren. Ja, okay, also mit unserer Armee... Geil, der fliegt. Die Ostgoten haben fliegen gelernt. Gebt ihnen den Nobelpreis, der noch nicht einmal erfunden wurde. Ja. Und jetzt wollen die natürlich mit mir zusammen absnacken. Ist ja klar. Ja. So, ich glaube, wirklich eine Chance haben die jetzt nicht mehr. Ich glaube, das ist jetzt nur noch eine Frage von, wenn überhaupt, Minuten. Die römische Armee ist zerschlagen. Nun steht unserem Einfall in Italien nichts im Wege. Sehr schön. Ja, das gefällt mir. Geil. Geil. Das war eine coole Mission, die war auch relativ kurz, wie bis jetzt alle Attila-Missionen eigentlich. Ich glaube, wir haben noch keine mit überhaupt drei oder sicher noch keine mit vier Parts gehabt. Aber die war auf jeden Fall sehr geil. Die katalanischen Felder, aber die Alanen. Es war eine verheerende Schlacht. Eine der größten und gewaltigsten, die die Welt je gesehen hat. Der seichte Fluss schwoll durch das Blut zu einem gefährlichen Strom an. Ich bemitleide all jene, die an ihm ihren Durst stillen mussten. Cadavera vero in numera, sagten die Römer später. Wahrlich zahllose Leichen. Wahrscheinlich haben 300.000 Männer auf den katalanischen Feldern ihr Leben gelassen. Es heißt, die Geister der Gefallenen kämpften noch mehrere Tage weiter. Der diabolische Hunnenkönig schritt zum Greifen nah an mir vorbei, als er das Schlachtfeld überquerte und prüfte, welche seiner Stammesführer und Verbündeten noch lebten. Als er mich unter meinem Schild kauern fand, schloss ich meinen Frieden mit Gott. Doch Attila wollte mich nicht töten. Er erkannte in mir einen Mann Gottes und befahl mir, seinem fremdländischen Rat beizutreten. Darum wisst ihr so viel über die Hunnen, warf ich ein. Der Priester nickte. Trotz des Gemetzels war der Ausgang dieser legendären Schlacht unklar. Attila hatte einen Großteil seiner Kavallerie verloren. Doch das römische Heer würde sich nie erholen. Eine Zeit lang wusste niemand, ob der Hunnenkönig es weiter auf die Hand der Honorier abgesehen hatte. Doch was ist mit der Prophezeiung? Fragte ich. Starb Aetius auf dem Schlachtfeld? Nein. Es war Theoderich der Gote und nicht Aetius, der mit seinem Tod die Prophezeiung erfüllte. Aetius wusste, dass eine völlige Vernichtung der Hunnen die Westgoten von ihrem Zweckbündnis mit den Römern befreien und zur nächsten barbarischen Bedrohung machen würde.
Und so zog sich Aetius aus dem militärischen Leben zurück und hoffte, der Ausgang der Schlacht auf den katalanischen Feldern würde Hun und Goten in einer Pattsituation zurücklassen und er habe sein Reich gerettet. Er irrte. Ja, weil es gibt ja noch eine Mission, deswegen muss er ja irren. Okay. Interessant, wir waren militärisch unfassbar gut. Wirtschaftlich, ja, wie wirtschaftlich und so sind wir selten ganz oben mit dabei, aber militärisch halt immer. Getötete Einheiten, gefallene Einheiten, 95, ist auch nicht wenig. Also meine Verweigerung, Triboke einzusetzen und es langsam zu machen mit den Hunnen, weil ich das einfach geil finde gerade, die fordert schon ihre Opfer, aber es passt auch gefühlt von der Art und Weise, wie hier die Geschichte erzählt wird, so ein bisschen besser in die Richtung. So, für diejenigen, die das wissen wollen. Ja, Zeitlinie. Ja, okay, wir werden einfach immer dominant. Es ist eigentlich immer so. Wir starten so stark wie alle anderen und werden einfach immer dominanter im Laufe der Zeit. Und die Westgoten und die Alanen haben wir auch recht schnell platt gemacht. Ja. Damit würde ich sagen, bleibt uns nur noch eine Mission und der Titel lässt schon mal sehr viel versprechen. Das wird, wenn ich mich an die Geschichte richtig erinnere, was natürlich auch hier bei den katalanischen Feldern nicht gestimmt haben und das nicht sein muss, könnte das echt eine der geilsten Missionen bis jetzt werden, wenn die so wird, wie ich glaube, dass die werden könnte. Aber das sehen wir dann beim nächsten Mal, bei Let's Play Age of Empires 2 Definitive Edition. Und bis dahin sage ich, tschüss, Leute.